Pathfinder. Was ist mit Ihrer Familie? Ich bin eine Waise. Meine Eltern starben vor Jahren, als die Minduir-Kolonie angegriffen wurde. Und ich habe auch keine Geschwister. Natürlich habe ich einige Freunde und entfernte Verwandte zurückgelassen. Aber ich habe auch hier Freunde. Ich liebe das Fliegen. Aber mir gefällt die Vorstellung, irgendwann zu meinen Wurzeln zurückzukehren. Und wie meine Eltern auf einem Feld zu arbeiten. Das klingt so irgendwie merkwürdig, wenn eine... Weiß nicht, Feldarbeit? Okay. Naja, wenn sie meint. Wieso haben Sie sich der Initiative angeschlossen? Ah, die am häufigsten gestellte Frage auf der Station. Um ehrlich zu sein, hätte ich nie von diesem Projekt erfahren, wenn Nozomi mich nicht kontaktiert hätte. Nozomi? Captain Dan. Von allen Captains, für die ich bisher geflogen bin, ist sie die Beste. Ich war im Grunde schon immer eine Entdeckerin. Und als sie mich bat, ihre Pilotin zu werden, wie hätte ich mir das Abenteuer meines Lebens entgehen lassen können? Captain Dan heißt Nozomi? Was ist das denn für ein Name? Wie sehen Sie das alles hier? Mit Hoffnung. Ich weiß, das ist eine verklärte Sichtweise. Aber muss ja irgendjemand weiterhin positiv denken, oder? Na klar doch. Ich immer positiv. Bis bald mal wieder. Viel Glück. Vorwärts immer, rückwärts nimmer, nicht wahr? So, gibt's hier sonst irgendwelche Leute, die interessant sind? Oder alles bloß Statisten, ne? Ja. War hier Schluss? Captain Dunn gibt's auch noch zum Sprechen. Natürlich, warum nicht? Ryder, haben die neuen Anführer der Station Sie also endlich gehen lassen? Sieht so aus. Hat ja auch lange genug gedauert. Ich hab ja auch ein bisschen was zu tun, nicht wahr? Werden Sie die Leute auf der Hyperion aus der Stase holen? Das ist mein Job, ja. Wir beschränken uns allerdings vorerst auf bestimmte Personengruppen, die der Nexus helfen können, wieder auf die Beine zu kommen. Da wir inzwischen jedoch mit der Errichtung von Außenposten beginnen, werden wir schon bald weitere aufwecken können. Haben wir das nicht gut gemacht? Danke für Ihre Zeit. Gerne doch. So, hier gibt es ansonsten aber wirklich nicht sonderlich viel für uns zu entdecken. Gehen wir doch einfach mal wieder. So, einerseits können wir jetzt natürlich wieder zur Andockbucht zurückkehren und die zwei Missionen da beenden, die wir angenommen haben. Andererseits würde ich auch gern einfach mal richtig auf die Nexus gehen jetzt. Ich weiß bloß nicht wo, ehrlich gesagt. Weil hier in dem Shuttle ist man... Ach doch! Ah, okay, so ist das. Da war jetzt der Fehler gewesen. Kommandozentrale, müssen wir da eigentlich auch mal hin? Bestimmt, oder? Wir gehen erst nochmal zur Andockbucht und... Ja, du sollst nicht hingehen, du sollst draufklicken. Sie hören HNS, Ihren Nachrichtensender in Helios, eine unabhängige Abteilung der Andromeda-Initiative. So, aber Nachrichten hören wir keine. Wir hören bloß, dass wir den Sender hören. Na gut. So, also erstmal auf ins Tech-Labor nach oben. So, und dann werden wir nochmal schauen, was Dr. Eridana da so zu sagen hat zu ihrer Verteidigung, nicht wahr? Wenn sie denn noch da ist. Kann ja auch sein, dass sie mittlerweile getürmt ist. Oh ne, sie springt hier noch rum. Lass mich mal durch. Ey, du da! Wo kommt der Trojaner her? Willkommen, Pathfinder. Hat Sam die Gleichungen gelöst, die ich gesendet habe? Gelöst? Sie hätten fast den Sam-Kern zum Absturz gebracht. Die Gleichungen enthielten ein Virus, das auf die Beschädigung künstlicher Intelligenzen ausgelegt war. Glauben Sie, ich? Niemals! Ich verabscheue Gewalt gegen jede Art von Leben, organisch oder synthetisch. Naja, man muss ja sagen, wenn sie so arglos fragt, ob die Gleichungen gelöst wurden, dann muss man ja bald annehmen, dass sie tatsächlich nichts davon wusste, ne? Von daher klären wir das mal. Ja, also das halte ich jetzt für überflüssig zu sagen. Das ist viel interessanter. Wir wollen ja wissen, wie das geschehen konnte, wo sie die Sachen überhaupt her hatte, die Daten. Wie ist das Virus dann in ihre Gleichungen gelangt? Vielleicht wurden meine Dateien verändert oder ersetzt. Aber warum? Ich bin in letzter Zeit häufig auf diese Nieder mit KI-Stimmung gestoßen. Graffiti, Beschwerden bei Tan. Vielleicht ist jemand den nächsten Schritt gegangen. Warum sollte jemand künstliche Intelligenz hassen? Synthetisches Leben hat andere Bedürfnisse und Motivationen. Es kann geheimnisvoll sein.
und mächtig. Viele fürchten, was sie nicht verstehen. Wenn diesen Leuten nichts Besseres als Graffiti einfällt, würde ihnen ein wenig künstliche Intelligenz vielleicht ganz gut tun. Ganze Spezies wurden von der KI, die sie erschaffen haben, ins Exil getrieben, Champ. Sowas hinterlässt Spuren. Trotzdem ist der Angriff auf Sam dreist. Ob es wohl vorher schon ähnliche Vorkommnisse gegeben hat? Der VI-Kiosk wurde heute Morgen zerstört. Ich kann mich ja mal umsehen. Gut, schauen wir uns mal um. Trotzdem ist es irgendwie blöd zu sagen, das ist... Warte mal, habe ich das hier schon gescannt? Ja. Trotzdem ist es mal wieder blöd irgendwie zu sagen, ah, da gab's mal was, das hat uns geschadet, deswegen finden wir alles scheiße. Das ist genau dieselbe dämliche Generalisierung wie mit Flüchtlingen, die alle für Verbrecher gehalten werden, nur weil es ein paar gibt, bei denen das zutrifft. Danke für dich. Da muss man sich dann eben mal ein bisschen mehr damit beschäftigen und um ein bisschen differenzierter drauf schauen zu können. Das ist halt einfach so. Man kann sich nicht immer so einfach machen und sagen, oh, dann ist alles scheiße da dran. So, gehen wir mal hier rein und geben den Hopfen ab. Da können wir dann auch ein bisschen Bier trinken hier. Wow, wo haben Sie die denn her? Schon gut, sagen Sie nichts. Ich glaube, Sie kommen direkt aus der Milchstraße. Wenn sie noch gut sind, also. So, damit haben wir das erledigt. Scheint soweit dann die ganze Mission zu sein, oder? Ich weiß es nicht. Muss ich jetzt nochmal mit dir reden, um das trinken zu können? Hey, gut sehen Sie aus. Nein, offenbar nicht. Oh, ihr habt getanzt. Dance, dance. Ja, oder rumstehen auf der Bühne, das ist auch okay. Ja, damit hätten wir ja schon soweit unsere Mission hier erledigt. Wo sollten wir jetzt hingehen? Ich habe es schon wieder verdrängt irgendwie. Irgendwo wurde das zerstört und wir sollten uns das mal anschauen. Ach, man müsste mal öfter zuhören. Das wäre schon ganz praktisch, glaube ich. Ne? War das jetzt... Oh, das klingt doch falsch hier. Orte Pathfinder Rider. Hallo, verzeihen Sie das Bildungsprogramm. Ich habe Avina gehackt, um eine Sockenpuppe zu haben. Unser Virus hat sie also befreit. Hoffentlich geht es Ihnen ohne KI im Kopf jetzt besser. Na klar, wir sind vollkommen ohne KI im Kopf. Wir hören uns das mal an von ihm. Mit wem rede ich gerade? Mit einem Freund. Unsere Bewegung hat das Virus geschickt, um sie zu retten. Pathfinder, die wissen möglicherweise nicht, dass ihr Virus gescheitert ist. Wenn sie vorgeben, dass es funktioniert hat, gewinnen sie vielleicht ihr Vertrauen. Das war der Gedanke. Hallo, Ryder. Ja, ja, wir sind noch da, Mensch. Musst du mal ein bisschen ruhig hier machen. Es ist seltsam ohne Sam, ich vermisse ihn. Nein, wir wollen natürlich ihr Vertrauen gewinnen. Ja, ich kann gar nicht glauben, dass ich frei bin. Danke. Dafür gibt es unsere Bewegung, um Menschen wie Ihnen zu helfen. Knight sagt, das Verschmelzen von Mensch und KI ist eine Bedrohung für jedes Leben. Und sie weiß Bescheid, das können Sie mir glauben. Oh, Knight ist unsere Gründerin. Ohne sie gäbe es das Virus gar nicht. Ich würde Knight gerne persönlich danken. Ich frage sie. Vielleicht führt sie sie sogar durch unsere Zuflucht. Großartig, danke. Ich kann nichts versprechen, aber achten Sie auf Ihre E-Mails. Wiedersehen. So viel dazu. Eine ganze Bewegung von Hackern, die KIs hassen und eine Anführerin namens Knight haben. Sie und Ihre Anhänger scheinen Erfahrung mit der Mensch-KI-Partnerschaft zu haben. Wenn sie dich angreifen, sind sie zu allem fähig. Ich überprüfe meine E-Mails. Wir müssen sie finden. Na, da bin ich ja mal gespannt, was dabei rauskommt. Irgendwann kommt also... Halt, da hat mich jemand gerufen. Irgendwann kommt da also eine Mail, um weitermachen zu können. So, wer hat mich gerufen? Ihr nicht, oder? Irgendjemand hat gerade Pathfinder gesagt. Das klang, als ob er was von mir wollte. Du vielleicht? Nein? Ach, hier drüben steht noch jemand. Aber... wer weiß. Ich weiß nicht, wer gerade mit mir gesprochen hat, aber ist auch egal. Ich würde sagen, wir machen uns jetzt mal auf zur Kommandozentrale. Genau dahin.
So, bevor wir hier weitermachen, mache ich mal eine ganz kurze Unterbrechung. Wir sehen uns gleich wieder. Okay, weiter geht's. Und ich frage mich, wie lange noch die Nachricht dastehen bleibt, dass ich 50 Erfahrungspunkte bekommen habe. Ob das irgendwann wieder verschwindet? Ich weiß es nicht. So, gibt's denn hier irgendwas Neues? Muss ich jetzt die ganze Runde gehen, um das herauszufinden, oder wird mir das angezeigt? Ich glaube nicht, ne? Erster Mörder? Oh doch, erster Mörder, stimmt, wir müssen ja noch hier reden, stimmt, ja. Wir haben doch noch ein paar Sachen zu erledigen, oha. Und das wird uns auch alles hier so angezeigt. Nagmore, Drug, kroganischer Verrat, ja, stimmt, es gibt ein paar Sachen zu machen. Okay, wir haben also doch wirklich was zu tun. So, aber erstmal müssen wir hier... Hier hat jemand auf den Boden gekotzt. Ich werd noch dran. Ja, erstmal müssen wir mit... irgendjemandem reden? Ich dachte, wir müssen hier mit jemandem reden. Lass ruhig weiter heiße Luft raus, Kumpel. Dann wirst du schneller trocken. War es doch Rancis gewesen, mit dem wir sprechen müssen? Naja, machen wir das mal. Ich habe gehört, Sie waren unten auf Eos. Haben Sie etwas Neues in meinem Fall herausgefunden? Ein feindlicher Schuss in den Rücken hat den Chief getötet. Ihr Schuss ging daneben. Was? Sie scherzen. Den Geistern sei Dank. Das ist großartig. Moment. Das Universalwerkzeug des Chiefs hat Sie über die Leiche gebeugt aufgenommen. Sam, abspielen. Tut mir leid, alter Freund. Es musste sein. Ich verrecke nicht auf diesem Felsbrocken. Scheiße. Sie dachten nicht nur, Sie hätten ihn getötet. Sie hatten es auch vor. Aber Sie haben gerade gesagt, dass ich es nicht war. Damit ist es doch egal, oder? Das Urteil muss widerrufen werden. Die Strafe aufgehoben. Ja, das liegt nicht in unserer Hand, würde ich sagen. Aber, also Mord war es ja nicht, aber versuchter Mord war es trotzdem letztendlich. Und dafür muss er dann verknackt werden. Was natürlich eine etwas geringere Strafe zur Folge hat. Ich habe vielleicht etwas dazu zu sagen. Machen wir das doch mal. Ich werde zu Tan gehen und ich habe vielleicht eine andere Meinung. Sie haben versucht, alles zu vertuschen. Hören Sie, es tut mir leid, dass ich gelogen habe. Aber wenn mein Schuss daneben ging, bin ich unschuldig. Ganz einfach. Wir werden sehen. Das ist allerdings richtig, was den Mordfall betrifft. Wie gesagt, es ist nicht richtig bezüglich versuchter Mord. Aber das ist eine andere Anklage. So, gehen wir erstmal hinten zu den defekten Kabeln. Das leckt aber gerade. Naja, was soll's. Ja, da ist schon wieder was kaputt. Ich seh's doch. So, auch das scannen wir. Bestätige. Ich kann es verfolgen. Was? Ein Tier? Okay, wahrscheinlich die Ursache war ein scharfes Instrument oder Werkzeug mit mehreren vorstehenden Metall- oder Knochenteilen. Ja, warum nicht? Da springt halt irgendein Vieh rum, das sich durch alle Geräte frisst. Kann man doch mal machen. Ein Pathfinder? Wow! Ich bin Davis Carr, Helios News Service. Sie kennen meine Stimme möglicherweise aus den Berichten. Ich arbeite gerade an einer Story, aber hey! HNS, hä? Huh? Wo ist der Rest von Ihnen? Ich hatte eine Redakteurin, aber hier draußen ist es einfach verrückt. Jetzt stehe, abgesehen von ein paar Freelancern, nur noch ich zwischen der Freiheit und der Tyrannei. Oder so ähnlich. Ich bekomme nicht viel Schlaf. Tja, das ist natürlich schlecht. Es ist bestimmt schwierig, eine Sendung aus dem Nichts auf die Beine zu stellen. Oh, eigentlich ist es ganz einfach. Wären dann nicht der Mitarbeitermangel, die unkooperativen Behörden und die ständigen technischen Probleme. Aber ich kriege das hin. Ich habe möglicherweise sogar eine Quelle bei der Nexus-Sicherheit aufgetan, falls sie mich denn jemals zurückruft. Wer ist Ihre Quelle? Kein Journalist, der etwas auf sich hält, würde Ihnen das je verraten. Wer bezahlt Sie für Ihre Arbeit? Offiziell ist HNS eine Abteilung der Initiative, aber wir dienen nicht ihr, sondern der Öffentlichkeit. Ab und an versuchen uns die hohen Tiere, insbesondere Tan, vorzuschreiben, was wir senden sollen. Aber wir entscheiden, was gezeigt wird und was nicht. Das führt natürlich zu Reibereien, aber so kann ich zumindest noch in den Spiegel schauen. Waren Sie in der Milchstraße auch schon Journalist? Mehr oder weniger. Ich hatte ein paar Praktika in wirklich guten Redaktionen. Für den Eustar Chronicle war ich sogar eine Woche lang auf dem Mars. Ursprünglich sollte ich hier draußen nur als Reporter arbeiten, aber dann kam der Aufstand.
Wir waren ein bisschen zu nah dran und meine Redakteurin wurde getötet. Ten hat anschließend behauptet, unsere Sendungen hätten Unruhe gestiftet. Aber das ist Blödsinn. Und jetzt will ich einfach nur weitermachen. Na, klingt doch super. Wir reden später weiter, Davis. Hey, Ryder, bevor Sie gehen, ich bitte Sie nur ungern darum, aber ich habe den Eindruck, Sie kommen bei Ihrem Job ziemlich viel rum. Unter anderem an Orte, an denen man unsere Sendung noch nicht empfängt. Wenn ich also ein paar Empfänger auf Ihr Schiff bringen lasse, wären Sie dann so nett, sie auf einigen Planeten zu stationieren? So könnten wir selbst Kolonisten in den abgelegensten Winkeln mit Nachrichten versorgen. Klar, wir haben noch sonst nichts zu tun, nicht wahr? Wie genau kann ich Ihnen helfen? Ich grabe hier ein paar richtig gute Geschichten aus. Aber nur wenige Leute außerhalb der Nexus kriegen sie zu hören. Unser Langstreckensender kann Datenpakete von einem Schiff zum anderen übertragen. Und sogar auf Planeten. Vorausgesetzt, es gibt dort einen Empfänger. Ich brauche also jemanden, der sie stationiert und so unser Signal verstärkt. Da wir aber nur wenige haben, müssen sie auf bewohnten Planeten platziert werden. Okay, Davis. Ich helfe Ihnen, Ihre Reichweite zu erhöhen. Fantastisch. Stationieren Sie einfach in der Nähe eines Außenpostens einen Empfänger und schon werden Sie dort unsere Berichte erhalten. Ganz vorzüglich, das werden wir machen. Auf Eos wird es bald auch Empfang geben, wenn wir mal da hinkommen zumindest wieder. So, und ansonsten haben wir hier in der Ecke jetzt, glaube ich, nichts zu tun. Sid, gibt's mit dem was zu besprechen? Keine Ahnung. Sie sind es. Sie sind der menschliche Pathfinder. Ach, das ist eine Sie. Ich bin Sid, Vetras Schwester. Ach die, Ich habe alles über Sie erzählt. Naja, vielleicht nicht alles, aber alles Wichtige. Ich sollte mich jetzt lieber wieder an die Arbeit machen. Aber es war echt nett, Sie kennenzulernen. Stimmt, mit der hat Vetra doch geredet, als wir auf dem Schiff dann mit ihr gesprochen hatten, oder? War das nicht so? Was arbeitest du hier? Oh, ich überwache nur die Kommunikation der Kolonisten. Fortschrittsberichte, Gefahrenwarnungen. Ich schreibe alles auf und schicke Sean dann am Ende des Tages einen Bericht. Das ist ein wichtiger Job. Ich weiß. Und es ist ja auch ein gutes Gefühl, einen Bericht einzureichen und zu hören, dass ich damit jemandem geholfen habe. Ich will dich nicht länger von der Arbeit abhalten. Haben wir die also auch mal kennengelernt? Na sowas. Die Welt ist ein Dorf. Lieutenant Sajax hab ich da irgendwie auch schon... Ach, was? Operation Ingrid geht weiter. Okay. Ach, Sajax ist doch auf der Dingens mit aufgetaucht, in der Andockbucht, glaube ich, ne? Aber wir sind eine Miliz, die auf der Nexus die Funktion der Polizei übernimmt. Wir haben also zwei Jobs. Seid ihr diejenigen, die hier miteinander sprechen? Minimale Verluste. Es war eine gute Woche. Ja, aber wir können uns nicht einmischen. Das ist natürlich schade. Ach, hier ist Sajax. Ah, okay. So, und mit Kendros können wir auch nochmal sprechen. Dann machen wir doch mal die kleine Runde hier. Hey Ryder, hätten Sie mal kurz Zeit? Ja, Lieutenant Sajax, richtig? Genau. Ich stelle gerade Apex-Teams zum Schutz der Leute und Aktivposten zusammen, die sie da draußen zum Einsatz bringen. Wir wissen nicht wirklich, was uns erwartet und könnten von ihren Erfahrungen profitieren. Na dann, gebe ich euch gern Erfahrungen, natürlich. Ich lasse Sam unsere Erkenntnisse über die Cat, die Relikte und die Gruppierungen von Gesetzlosen, denen wir begegnet sind, sofort hochladen. Danke. Sie werden sehen, Apex wird etwas bewirken. Na, das hoffe ich doch. So, Informationen über Gegner sammeln 4 von 20. Da haben wir noch ein bisschen was zu tun. Am Apex-Terminal mithelfen. Natürlich. Sprechen wir noch mit Kendros. Noch keine Neuigkeiten von der Turianischen Arche. Oder ist das Sache der Miliz? Okay, hier gibt's leider nichts Neues. Bis bald, Kandros. Die Pflicht ruft. Meine auch, Pathfinder. So, damit hätten wir diese Ecke abgearbeitet. Ich glaube, das ist auch in Ordnung so, denn wir haben noch mehr als genug andere Sachen zu tun. Ich schau mal ganz kurz auf die Karte. Hiervon ist nichts, da ist bloß die Bahnstation. Aber in Cashs Büro haben wir zwei Sachen zu erledigen. Ein defektes Kabel und dann wegen dem... Job für Drake müssen wir auch noch da reinschauen. Schauen wir doch mal. Ist Drake hier anwesend? Ja, tatsächlich. Sieht danach aus. Hallo. So, bevor wir aber... diese Geschichte eigentlich schon erzählt? 343 Mal.
Was? Okay. Miniatur-Pallet. Gezähmter Pallet kam wahrscheinlich in einem Shuttle von Eos an Bord der Nexus. Anscheinend baut er sich aus weggeworfenen mechanischen Teilen ein Nest. Stellt keine Bedrohung dar. Ja, abgesehen davon, dass er halt alles zerfrisst. Pathfinder, ich glaube, Sie haben den Verursacher der Energieausfälle gefunden. Yay, ne, töten gibt's nicht. Hier wird eingefangen. Verständige Professor Herrick. Er soll herkommen und das Ding einfangen. Ich töte nicht ohne Not. Kannst du vergessen. Das ist ja so gar nicht mein Ding. Nicht mal in Spielen. Okay, das Datenpad, ist das neu oder kennen wir das schon? Ich glaube, das kennen wir schon, oder? Dasselbe Scheiß, ein neuer Tag. Für die Nachwelt, falls die Initiative scheitert. Ja, das kommt mir bekannt vor. Ich glaube, das haben wir schon mal gelesen. Das war, glaube ich, von Cash gewesen. Pathfinder, danke, dass Sie Raj und Sarah bei der Suche nach Atkins geholfen haben. Na klar doch. Er wird seine Zelle nicht so bald wieder verlassen. Sprechen wir erstmal mit Cash, vielleicht gibt es ja irgendwas Neues. Dell hat mir erzählt, Sie hätten Ihre Auseinandersetzung mit Spender mitbekommen. Der Pijack tut alles, was er kann, um uns unsere Arbeit zu erschweren. Wieso kommt er damit durch? Spender hat nicht den blassesten Schimmer von Technik, aber er weiß, wie man Leute manipuliert. Und was noch wichtiger ist, ich bin mir sicher, er steht weiterhin mit den Exilanten in Kontakt. Nur kann ich es ohne Ihre Hilfe nicht beweisen. Sie haben recht. Diese Sache muss geklärt werden. Schön, dass das noch jemand so sieht. Reden Sie mit Kandros. Er hat wahrscheinlich Überwachungsaufnahmen, irgendwelche Beweise. Aber Sie müssen ihn davon überzeugen, die Freigabe zu autorisieren. Okay, dann gehen wir doch gleich nochmal zu dem zurück. Das war vorerst alles, was ich wissen wollte. Bis bald. So, bevor wir da aber hingehen, sprechen wir auch noch mit Drac, der sich hier in den Tisch hineinzubewegen versucht. Ich habe gesagt, dass ich runterkommen wollte, um nach Ihnen zu sehen. Ja, aber er lässt mich trotzdem nicht in Ruhe. Drac? Okay, ah, jetzt. Ich aktiviere die Luft. Ryder, dieser Ort ist unfassbar, was? Sie meinen diese leicht verbeulte Raumstation? Sie hätten sie mal vor einem Jahr sehen sollen. Da war sie mehr als nur leicht verbeult. Naja, jedenfalls danke, dass Sie mich ins Team geholt haben. Tam kann mich nicht von der Station werfen. Und es war schön, meine Enkelin mal wiederzusehen. Sie scheinen sich wirklich nahe zu stehen. Seit ich Cash bekommen habe, hieß es Sie und ich gegen den Rest der Galaxie. Naja, das ist heute vielleicht nicht mehr ganz so, aber früher war es das definitiv. Stationsleiterin Cash, wir liegen hier einige Berichte vor, die... Tut mir leid, die Verbindung bricht ab. Vermutlich die Verkabelung. Ja, ich fahre in einen Tunnel, genau, wunderschön. Okay, gehen wir nochmal runter zu Kandros und schauen mal, was wir hier noch aus ihm rauskitzeln können.